Director of Training Quality im Bereich EMEA, Europa, Mittlerer Osten, Afrika. Und es gehört zu meinem Auftrag, dafür zu sorgen, dass es in den unterschiedlichen Organisationen von Dale Carnegie, auch mit den unterschiedlichen Kulturen, Trainingsstandards und die Qualität auf einem gleichbleibenden hohen Level ist. Aus einem ganz einfachen Grund, damit unsere Kunden überall, egal ob sie in Island, Deutschland, Österreich, Italien, Saudi-Arabien, Südafrika sitzen, das gleiche Erlebnis und den gleichen Wert aus unseren Trainings beziehen. Die Trainerausbildung bei Dale Carnegie ist ISO-zertifiziert, das heißt, wir führen weltweit einheitliche Trainerausbildungen durch und ich bin einer von etwa 30 Carnegie-Mastern, die die Qualität dieser Ausbildung verantworten. Kunden sagen immer wieder, es ist beeindruckend zu sehen, wenn sie in verschiedenen Ländern dabei waren, dass da wirklich genau das Gleiche geliefert worden ist. Natürlich mit lokalem Touch, deshalb haben wir auch lokale Trainer, die die Kultur kennen, von der Methodik und von den Inhalten her eben identisch. Mein Name ist Katrin Markiewicz. Ich bin bei der Carnegie für die Themen Trainerausbildung und Trainerweiterbildung zuständig. Das heißt, sobald jemand Interesse hat, mit uns in die Trainerausbildung zu gehen, bin ich die richtige Ansprechpartnerin und begleite den dann einfach durch diesen Prozess hindurch. Die Philosophie One Carnegie, die fängt bei uns schon an in dem Moment, wo wir in die Trainerausbildung gehen. Unser Ziel ist es, dass wir weltweit einheitlich trainieren und das fängt natürlich damit dann auch schon bei der Ausbildung an. Dass ich sage, okay, die Trainerausbildung findet bei uns in Deutschland genauso statt wie auch in England, wie in Südafrika, wie in Nordamerika. Überall einheitlich mit dem Ziel, dass auch im Nachgang der Kunde ein einheitliches Trainingskonzept erwarten kann. Wir haben einerseits die Möglichkeit, uns in unterschiedliche Richtungen noch zu spezialisieren, immer abhängig davon, welchen Background der Trainer hat, sei es in Richtung Vertrieb oder in Führung oder in Präsentation. Das sind nochmal drei Kernkompetenzen, für die es dann jeweils eine eigene Ausbildung gibt. Unsere Ausbildung garantiert, dass wir diese Fähigkeiten nicht nur erwerben, sondern sie auch permanent immer weiterentwickeln. Um diese Qualität sicherzustellen, gibt es immer wieder Zertifizierungsevents. Jeder Trainer wird bei uns alle 3 Jahre rezertifiziert. Für Mastertrainer sind es alle 2 Jahre der Zyklus und für Carnegie Master ist es jährlich. Ja, die Rezertifizierungen erlebe ich immer als sehr wertvoll, weil einerseits ist natürlich der Austausch mit den Kollegen, aber auch zu sehen, wie die Kollegen gleiche Anforderungen aus jetzt im Trainerhandbuch in ihrer persönlichen Individualität umsetzen. Da sagen wir können eine gleiche Qualität aufgrund gleicher Ausbildung sicherstellen, aber dennoch natürlich die Sprache des Kunden, wenn es auch um kulturelle Aspekte geht, ich denke jetzt mal an China, ich denke an Indien, wo wir sagen, wir haben natürlich lokale Trainer, die aber vom Mindset her alle gleich ausgebildet sind. Das ist wie ein Think Tank, dieses moderne Wort, wo wir eigentlich Inspiration uns holen und das ist eigentlich wie ein echtes Training. Wenn wir zusammentreffen, uns austauschen, miteinander üben, die Details einstudieren, dann geht das tatsächlich so, dass während wir das tun, ich Impulse bekomme, die ich dann wieder umsetzen kann. Das, was ich am stärksten mitnehme aus den Trainerausbildungen oder Weiterbildungen auch, ist, dass die Trainer konstant gechallenged werden. Das heißt, ich muss jedes Mal aus meiner Komfortzone raus und die Kollegen auch. Und das zeigt mir einfach, dass immer ein gewisser Raum nach oben ist, also zur Weiterentwicklung. Und das kann ich dann, weil ich es ja selbst so oft erlebt habe, auch an die Teilnehmer weitergeben. Und egal welche Position die haben, egal wie viel Trainingserfahrung die auch schon haben, da ist einfach immer noch ein Stück, wo sie sich verbessern können. Und das kitzeln wir raus.